Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Appleket. Heute geht es um dieses Produkt hier. Ja, ein Rucksack. Kein normaler Rucksack. Nein, es ist ein Reise-Laptop- und Kamerarucksack von der Firma Inatec. Das ist ein ganz cooles Teil. Hat verdammt viele Funktionen und sehr viele Möglichkeiten, wie man allerlei Zeug hier unterbringen könnte. Wie ihr seht, sogar so ein Kamerastativ. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und ich erkläre euch, wieso der richtig gut ist fürs Verreisen. Denn auch für mich geht es bald auf große Reise. Da kann ich das Ding gut gebrauchen. Also, Nahaufnahme. Da steht das gute Teil nun und ich gehe mit euch das Ganze mal systematisch durch. Es gibt echt eine ganze Menge zu entdecken. Also, ich fange mal kurz mit den Materialien an. Wir haben hier als Außenmaterial Nylon verarbeitet. Sehr robust, kratzfest und ja, kann einiges ab. Das geht nicht so schnell kaputt. Und auf der Rückseite, dort wo auch hier eine ordentliche Polsterung vorhanden ist, nennt sich das Material Lycra. Das haben wir einmal hier auf der Rückseite, einmal hier auf der Innenseite der Tragegurte und auch hier auf dem Griff, da haben wir noch Lycra verarbeitet. So, aber wir bleiben hier mal direkt auf der Vorderseite oder direkt hier an der Seite, denn hier, ihr seht, das ist eine extra Kameratasche. So wird die vermarktet und hier kann man also auch sein kleines, also nicht so ein ganz großes, aber so ein etwas kleineres Kamerastativ gut unterbringen. Dafür wird es einfach hier unten in die Tasche reingestellt und hier oben dann durch die Schlaufe durchgezogen. Und ich nehme es jetzt hier nochmal raus. Moment, ich muss die Schlaufe etwas erweitern. Und dann habe ich hier mein Kamerastativ direkt nochmal draußen. Die Tasche, die hier eben umgeklappt war, die kann ich jetzt wieder hier hochklappen und habe dann hier an der Seite ganz normal eine schicke kleine Verstaumöglichkeit noch, wo ich zum Beispiel meine Micro-SD-Karten oder anderen Kleinkram gut unterbringen kann. Gehen wir mal auf die andere Seite. Dort haben wir eine flexible Tasche, wo man sehr gut zum Beispiel seine Getränke unterbringen kann. Also die lässt sich gut dehnen, da passen auch größere Getränkeflaschen ganz wunderbar rein oder alles andere, was ihr dort reinpacken könnt oder wollt. Sehr praktisch. Auf der Vorderseite haben wir auch zwei Fächer, die per Reißverschluss hier zugänglich gemacht werden. Und ja, das untere ist ein bisschen kleineres Fach. Ihr seht, da kommt gerade so meine Hand rein für die Kleinigkeiten, die man schnell griffbereit haben möchte. Und das größere Fach, ja, das ist größer. Also da kann man einiges reinpacken. Auch dafür die Dinge, die man schnell und ja, jederzeit griffbereit haben muss, haben möchte. Aber am besten hier keine Wertsachen, denn dafür gibt es hier ganz besondere Fächer. Wir sehen nochmal auf der Vorderseite hier das Inatec Logo, das hier angebracht wurde. So von der Optik her gefällt mir das Ding echt gut. Das ist also so schwarz-grau, etwas meliert und gemustert. Wirkt sehr schön, wirkt auch sehr robust und hat auch eine tolle Polsterung. Und die sehen wir zum einen hier auf der Rückseite. Hier haben wir nämlich eine ordentliche Polsterung von 1,5 cm angebracht. Und die schützt dann eure technischen Geräte ganz hervorragend gegen Stöße und Schläge. Und wir haben nochmal 7 mm Polsterung auf der Vorderseite und auch hier unten auf der Unterseite, dass auch dort eben gegen Stöße und Erschütterungen und Anrempeln alles gut geschützt ist. Denn hier kann man eine ganze Menge Technik reinpacken. Aber bevor es an das Innenleben geht, sprechen wir noch über diesen breiten Gurt hier hinten. Der hat nämlich zwei tolle Verwendungsmöglichkeiten. Einmal kann man hiermit die Tasche auf den Koffer stellen und dann auf den Trolleygriff das hier dann überstülpen, sodass man eine schöne Verbindung hat vom Koffer zur Tasche. Dann wird das Ding nicht so schnell geklaut und man muss keine Angst haben, dass da einer mal ganz schnell zugreift und weg ist der Rucksack. Und ja, finde ich sehr schön. Ist eine stabile Verbindung eben mit eurem Reisekoffer. Zum anderen gibt es hier drin auch nochmal einen Reißverschluss. Hier kann man den sehen. Wenn ich den öffne, habe ich hier nochmal ein schönes, ja, diebstahlsicheres Fach auf der Innenseite, wo ich dann zum Beispiel meinen Reisepass oder Geld oder Kreditkarten und solche Sachen reinpacken kann. Und da kommt natürlich dann niemand dran, besonders wenn ich den Rucksack dann auf dem Rücken trage. Also ein sicheres Fach für eure Wertgegenstände, Pass, Geld und so weiter. Ihr versteht mich. Dann die Polsterung hier auf der Rückseite, die ist schön weich und ja, hilft auch beim bequemen Tragen und schützt vor allem sehr gut, was hier alles drin steckt. Hier unten haben wir übrigens nochmal den Inatec Schriftzug eingearbeitet. Dann haben wir hier die breiten Tragegurte auf der Rückseite. Die sind auch, ja, das wirkt, der ganze Rucksack hier, der wirkt mega robust und stabil und die lassen sich für meinen Geschmack sehr angenehm tragen. Und wir haben auch nochmal, um das Gewicht besser verteilen zu können, hier einen
Brustgurt und ja, finde ich echt gut, sehr ergonomisch und hilft, wenn man längere Zeit mit einem schweren Rucksack rumläuft. Das kennt, glaube ich, jeder von euch. Hier haben wir nochmal zwei Ösen, wo man irgendwas reinhängen kann. Ja, Sonnenbrille hier reinhängen oder was auch immer. Also auch ganz praktisch. Natürlich alles wunderbar einstellbar. Höhe, Länge, Breite, so dass es für euch passt. Sehr schöne Geschichte. So, jetzt wechseln wir nochmal auf die Vorderseite, denn dort habe ich hier einen Reißverschluss, den ich auch nochmal hier oben öffnen kann. Und das sieht dann so aus, da habe ich nochmal ein Fach, was ich aufklappe. Und ja, da habe ich auch Platz drin, um zum Beispiel ja, so ein Tablet zu verstauen oder auch einen ganzen Laptop oder auch ein großes Tablet. Denn ich drehe es mal zu euch, ihr seht, ich habe hier ein sehr großes, breites Fach, das über diese gesamte Länge hier runter geht. Also es geht bis hier runter. Und da kann man also sehr viel drin verstauen an flachen Gegenständen. Und hier haben wir noch kleinere Fächer, wo wir dann auch noch Dinge verstauen können. Hier so ganz kleine, kleine Fächer für die SD-Karten von eurer Kamera zum Beispiel. Hier ein paar Stifte, da nochmal ein kleines Fach, hier nochmal ein kleines Fach, da nochmal ein kleines Fach. Fächer eigentlich en masse. Also ihr seht, viel Kleinkram bekommt man hier unter, aber auch hier die größeren Gegenstände, die an hier reinkommen müssen. So, das war's dann mit der Vorderseite. Jetzt kommt der richtig interessante Part. Dafür muss ich nochmal hier den Brustgurt öffnen, denn hier öffnen wir jetzt das Hauptfach. Das geht über diesen Reißverschluss, der einmal bis nach unten geht und ihr seht, da klappt das Ding auch schon direkt auf. Hier hinter habe ich eine Menge Fächer, aber zuerst schauen wir uns das große Fach hier nochmal an. Gesichert mit dem Klettverschluss und da habe ich jetzt aktuell ja, einfach mal mein MacBook reingebracht oder reingepackt und da habe ich auch gar keine Probleme, das reinzupacken, denn ich habe ja hier den hervorragenden Schutz von dieser 1,5 cm dicken Polsterung und trage den ja direkt an meinem Rücken, da kann also keiner dagegen rempeln und da habe ich ja auch wieder ein sehr, sehr tiefes Fach, wo nicht nur so ein 13 Zoll MacBook reinpasst, tja, da passt auch ein 15 Zöller noch ganz bequem rein, auch eine sehr schöne Sache. Aber damit sind wir ja immer noch nicht durch. Nein, wir haben noch hier unser Hauptfach. Ihr seht, hier ist so eine Absicherung, dass da nichts rausfallen kann. Gesichert hier mit zwei Reißverschlüssen. Und ich mache es jetzt mal vorsichtig auf, damit ihr das sehen könnt. Ja, da haben wir ganz viele kleine Fächer. Und damit ich euch die zeigen kann, ja, kommt ihr mal ein bisschen näher hier zu mir. Denn hier spielt der Rucksack nochmal ganz besonders seine ja, Modularität aus. Ihr seht, ich habe hier viele kleine Fächer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fächer momentan an der Zahl. Ich kann das aber frei einstellen, denn wir haben hier diese Elemente, die per Klett dann hier eingesetzt werden können. Und so könnt ihr euch eure Fachgrößen oder eure Anzahl an Fächern so bauen, wie ihr das benötigt. Schauen wir mal rein, was ich alles eingepackt habe. Ich habe natürlich zum Spielen hier ja, einen PlayStation-Controller mal eingepackt. Natürlich braucht man auf Reisen auch immer mal Werkzeug. Deswegen habe ich hier meine Schraubendreher, meine Sonic Screwdriver natürlich immer mit dabei. Das ja, ist immer sehr, sehr hilfreich und praktisch. Dann habe ich hier mal noch eine kleine Taschenlampe reingepackt. Was braucht man auch immer? Kabel, na klar, und die fliegen sonst immer kreuz und quer im Rucksack rum. Hier packe ich die ordentlich in ein Fach rein und dann ist das völlig in Ordnung. Dann habe ich hier nochmal ja, eine Powerbank mit eingepackt und meine Sonnenbrille habe ich auch nochmal hier mit dabei und nochmal ein Ladegerät für den Laptop. Kommt ja auch wunderbar unter und hier ist nochmal, ja, ein Schutz, ein ja, wasserfester Überzug für den kompletten Rucksack. Das kann man einfach drüber stülpen und wenn ihr dann durch den Regen lauft, dann wird eure empfindliche Technik auch garantiert nicht nass. Schön, dass das hier mitgeliefert wird. Und dann haben wir den ganzen Rucksack auch schon ausgepackt. So, da könnt ihr nochmal sehen, wie das hier mit den einzelnen Fächern aussieht. Und man kann die hier wirklich komplett umbauen, weil das alles nur mittels Klett hier reingehalten wird. Also ich kann die ganzen Elemente hier rausnehmen, nicht nur die kleinen, nein, auch hier die größeren Elemente. So, ich baue den jetzt mal hier komplett auseinander, so dass ihr das sehen könnt. Hier haben wir so ein großes Element, das da drin ist und so kann man den echt super anpassen. Hier ist nochmal eine dicke Polsterung drin, also finde ich klasse. Also diese Modularität hier finde ich echt klasse. Somit kann man, stellt euch vor, ihr verreist mit eurer Kamera. Ihr seid Fotograf, euer Kamera-Equipment muss irgendwo rein, eure Objektive, die Hauptkamera, ja, Laptop natürlich, um die Fotos zu bearbeiten und so weiter und so fort. Genau für solche Geschichten ist der Rucksack hier gemacht von Inatec. Ich finde den super. Also echt so ein flexibles und vielseitiges Teil habe ich noch nicht gesehen.
hier die Lasche oder hier diese Klappe, die dient nur dazu, damit nicht gleich hier alles aus den Fächern rausfliegt, sobald man hier den Rucksack halt öffnet. Schönes Ding, echt, echt schönes Ding, Freunde. Tja, und damit hätten wir auch alles gesehen und alles gezeigt, was hier in dem Rucksack so drin steckt. Ich mache nochmal hier zu. Übrigens, Sie schreiben, Sie haben hier spezielle Y-Reißverschlüsse dran. Ich bin jetzt kein Reißverschlussfachmann, aber die sollen besonders robust sein, die Dinger. Tja Leute, und das wäre es gewesen. Ich nehme den Rucksack hier auf jeden Fall mit. Dieses Jahr geht es nach Amerika und dann kann ich den hier bestens gebrauchen, um die ganze Technik mit reinzupacken, die man immer so mit sich rumschleppt. Wenn ihr auch sowas brauchen könnt, ich verlinke euch das Produkt natürlich hier unten in der Beschreibung des Videos. Dort könnt ihr euch den zulegen. Er kostet 70 Euro. Ist jetzt nicht ein billiges Produkt, aber die Verarbeitung und die Vielseitigkeit, die macht das absolut wett für mich. Also würde ich sagen, guter Preis. Gutes Produkt, ich bin echt zufrieden damit und ihr vielleicht auch. Probiert's mal aus. Ich sage dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Miapacat. Macht's gut!